Schönen guten, mein Lieben. Da sind wir wieder in der Runde WoW bei Rising Gods. Jawohl. Und da waren wir letztes Mal hier stehen geblieben, so quasi. Und wollten noch ein bisschen hier diese Quest machen. Da vorne sehen wir auch schon wieder einen. Den müssen wir einfach. Ne? Den müssen wir so ein bisschen umbringen. Den müssen wir umbringen. Der greift uns auch an, wenn wir nah genug dran sind. Aber scheinbar sind wir nicht nah genug dran. So, warte mal. So, komm mal ran hier. Ich mag's anmühen. So, gehe ich mir über Wasser, ne? Zu weit entfernt. Dann bleibt der da unten oder was? Kann ja wohl nicht Sparschwein. Hör mal, ich wollte dich mal eben hier. Weiß schon, ne? So. Ja, jetzt sehen wir mal so ein Unterwasserkampf, ne? Herzlichen Glückwunsch. Mein Atem geht mir aus, ne? Ist natürlich nicht so schön. Ich drücke hier auch gar nichts rum. Weiß ich auch nicht mehr. Brauchen wir auch nicht. Wofür? Wofür? Immer. Boah, Alter, das schaffen wir nicht. Siehst du das? Jetzt haut er auch ab, der Hund. So, das sammeln wir ein. Wir haben ein Auge bekommen, das wir brauchen, ne? Genau. So, da ist der Strand, ne? Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier noch solche Viecher finden. Denn ich weiß jetzt nicht, wo die so rumstrauen. Wir haben ja hier ein Kriechersekret, haben wir schon. Das haben wir von denen bekommen, ne? Genau. Da, ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt. Das ist immer so scheiße, ne? Das ist immer die Sache. Da war doch was. Oder? Ja. Da ist noch einer. Das ist immer so eine Sache, ne? Das ist immer ein bisschen blöde. Wenn du dann ein paar Tage nicht spielst und nicht mehr weißt. Obwohl es geht ja jetzt ja noch in Grenzen. Noch ist es ja kein Problem, würde ich aber so sagen. Weil es ist nicht so schlimm. Ne? Weil hier ja jetzt nicht so viel ist, sag ich mal. Ne? Das ist halt die Sache. Wenn halt irgendwann mal haben wir da 20 Quests oder so, ich glaube 20 kann das Ding anzeigen, dann haben wir natürlich ein Problem. Ne? Jetzt hat der uns natürlich kein Auge gegeben, ne? Was wir bräuchten unbedingt. Ich halte hier gerade Ausschau. Ich weiß nicht, ob man das im Video auch später sieht. Was hier im Wasser ist. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Schwierig vor allem. Und das sind, glaube ich, auch nur Kriecher da vorne. Ne? Da vorne ist einer. Oh, Muku Muku. Den holen wir uns. Stufe 6. Das sollte kein Problem für uns sein. Ne? Wir sind ja schon groß. Wir sind ja schon groß. Nicht wahr? Komm du mal ran hier, du. Ja. Klatsch. Ja, also, ist jetzt nicht so, dass mir das jetzt keinen Spaß mehr machen würde oder so. Das ist ganz im Gegenteil, aber im Moment habe ich doch irgendwie ein bisschen wenig Zeit. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe ein bisschen was zu tun. Ne? Ich habe, wie gesagt, da ein paar Sachen, ein neues Auto gekauft. Was jetzt noch nicht so hundertprozentig alles hat, was es braucht, sage ich mal. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man ein Auto kauft, ne? Da musst du dann halt Wert drauf legen, ne, dass da alles in Ordnung ist, am besten. Und das war halt nicht der Fall gerade so richtig. War ein bisschen blöd gelaufen, ne? Also ich kann es ja mal, also das ist ja blöd, wenn man jetzt immer nur so halbe Sachen hier erzählt. Ja, da will ich noch nicht hin. Also ich hatte mir so ein Auto gekauft, ne, und da waren angeblich, also da waren Winterreifen bei. Sehr gut. Und diese Winterreifen, die waren sogar auf Felge. Nur das Dumme ist, dass diese Felge nicht auf das Auto passte. Und ich habe das erst halt zu spät gemerkt. Ich habe das erst gemerkt, als ich dann tatsächlich zum Reifenwechsel gefahren bin. Und der gute Mann sagte, ja, wo sind denn die Reifen? Ja, wie, die stehen doch da. Nee, die passen doch überhaupt nicht. Weißt du, so unser eins denkt sich, ja, Hauptsache wir haben Reifen dabei, ne? Wird schon passen. Und leider passten die nicht, weil das andere Felgen waren. Ja, also ging die große Suche los nach irgendwelchen vernünftigen oder was heißt überhaupt irgendeine Felge, ist scheißegal, ne? So eine normale, ganz normale beschissene Stahlfelge habe ich gesucht und habe keine gefunden. Bis heute nicht gefunden. Ich bin heute, heute ist Montag. Heute ist Montag. Moment, heute ist Montag der 7. November, ja, also. Und ich habe bis heute keine Felgen gefunden, ja. Ich habe zwar heute die Hoffnung, dass ich heute welche bekommen werde oder spätestens morgen, damit ich dann meine Winterreifen drauf machen kann, endlich, ja.
Die Winterreifen, die waren gut, die waren okay, die konnte man nehmen oder die kann man nehmen, aber die Felge passt halt nicht aufs Auto. Und die Felge, wo meine Sommerreifen drauf sind, falls jetzt da irgendwelchen schlauen Leute draußen sitzen, die sagen, ja, dann zieh die doch einfach auf deine normalen Felgen. Ja, nein, das ist eine andere Felge, die passen die Winterreifen nicht drauf, ne? Das ist nämlich eine 16 Zoll Felge, die Sommerreifen, und die Winterreifen sind nur 15 Zoll, und das würde dann nicht passen, und deswegen brauche ich andere Felgen. Ja, dumm gelaufen. Da bin ich jetzt noch ein bisschen in Schwulitäten, deswegen habe ich keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit. Ich bin am Suchen und am Suchen. Ich war den ganzen Tag unterwegs, am Freitag, glaube ich, oder Samstag. Ne, Samstag war ich nur einen halben Tag unterwegs für Reifen, ne? Ich bin sämtliche Schrottplätze hier abgefahren in der Gegend und so, hab nach Felgen gesucht und nach gemacht und getan, und irgendwie habe ich nichts, aber auch rein gar nichts gefunden. Und dann bin ich jetzt gelandet bei so einem Hinterhofhändler, sag ich mal, so eine kleine Hobbywerkstatt oder sowas, ne? Also ist kein Scheiß, da steht wirklich Hobby dran, ne? Obwohl das eine eingetragene Werkstatt ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht heißt der Hobby. Ne, eigentlich heißt der nicht Hobby, aber naja, was willst du machen? Da steht halt Hobby dran, ich weiß nicht wieso. Und der hat möglicherweise, der sagt, ich hab da einen Riesenhaufen liegen, da ist bestimmt was dabei, hat er gesagt. Aber ich bin immer noch nicht, ich weiß es halt noch nicht. Mal sehen. Wird schon werden. Wir kriegen das Ding schon kaputt, sagen wir mal so. Ich habe doch da was gesehen. Oh, da ist er doch, der Kleine. Ja, gucke mal, da haben wir es doch. Wenn der jetzt noch ein Auge fallen lässt, dann bin ich zufrieden. Dann haben wir die Aufgabe hier erledigt. Die quascht. Die quescht. Die quescht haben wir dann. Fertig. Und das ist ja auch schon mal was, ne? Das ist nämlich eine nervige Quest. Weil die Dinger hier halt nicht so rumfummeln, ne? So rumfriemeln, wie man das gerne hätte. Ach so, und heute habe ich übrigens keine Dings an. Ich hatte gerade keinen Bock auf Kamera. Keine Ahnung. Ansonsten stimmt eigentlich alles mit mir, nur ich habe die Kamera heute irgendwie nicht so Lust drauf gehabt, deswegen habe ich die mal ausgemacht. Eigentlich ist hier auch ein bisschen störend, finde ich. Ne? Ja gut, jetzt hat WoW jetzt nicht diese super Hammer-Grafik, nicht mehr, sagen wir so. Weißt du, wo man jetzt wirklich alles sehen muss, unbedingt, weil es toll aussieht und so, aber. Quest complete. Na endlich, ich bin so froh. So, haben wir die complete. Haben wir wenigstens eine geschafft. Dann haben wir ein Dorotar-Tigerfell. Die sind ja auch hier in der Nähe, oder? Ja, genau, die sind da drüben, ne? Die sind auf der Insel da. Der eine oder andere, da können wir jetzt mal rüberflitzen. Weil wir wollen ja nicht immer nur eine Quest fertig machen und dann abgeben, sondern wir machen ja dann, wenn schon irgendwie das in einem Gebiet ist irgendwo, dann machen wir alle. Und seht ihr ja hier, ne? Dann machen wir die auch fertig und geben die dann ab. Und das lohnt, bietet sich ja an. Angriffsplan müssen wir noch zerstören von diesen. Guck mal, da wäre auch noch so ein Ding gewesen. Jetzt haben wir hier ein Problem. Ich glaube, wir müssen sogar noch Eier sammeln hier von. Warte mal, das kenne ich doch noch von früher. Ja, genau. Da müssen wir noch Eier sammeln. Das sammeln wir natürlich auch noch eben. Ich weiß gar nicht, ich müsste eigentlich mal wieder anfangen. Vielleicht müsste ich mal zum Trainer oder so. Weil ich habe ja hier immer nur noch Dings. Ist das normal? Ich weiß gar nicht. Aber ich glaube, bis Level 10 können wir da keinen Fehler machen. Großartig, dann ziehen wir durch. Und gehen dann mal zum Trainer. Ne? Da kriegen wir gleich schöne neue Sachen. Immer viele schöne neue Sachen. Jawohl, so stehen hier Eier rum. Ne, hier noch nicht, ne? Aber da drüben. Auf anderen Ecke hier stehen Eier rum. Da stehen Eier, seht ihr? Aber die müssen wir noch nicht sammeln. Ah, das kommt noch also. Ja, dann müssen wir noch mal ein bisschen warten. Und da vorne ist ein Tiger. Den wollen wir jetzt mal Tigern. Nehmen wir mal einen Tiger hier, den Tiger. Guck mal ran hier, du Tiger, du. Oh, der hat Level 8, Alter. Schmiede, was ist los? Jetzt geh ich hier schießen. Eine Butze. Ich hab nicht genug Wut, sagt er. Na ja, das ist mit der Wut immer so eine Sache, ne? So wütend wert ist ja eigentlich nicht so schwierig, aber. Manchmal schon. So, hier, ran da, zack, die. Mach weg, den Bettvorleger. Aus dem mache ich mir eine Fellmütze. So. Haben wir schon mal ein Fehl. Ein Fehl. Jetzt muss man natürlich, wenn man jetzt hier so rumpimmelt, dann sollte man. Da drüben sind natürlich auch noch Tiger, ne? Aber hier laufen auch so ein, zwei rum. Du musst dann halt immer warten, dass sie wiederkommen. Wenn du dich noch nicht darüber traust, weil da ist noch eine größere Sache und Ding, weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon so. Ah, ne. Weiß ja. So. Kannst du mal rankommen hier, du alter T-Shirt, du.
So, dann machen wir den Tiger noch frisch und dann sehen wir weiter, ne? Hier machen wir noch eine. Ja, können wir nicht. Oh, was? Doch, konnten wir, ne? Ja, und das war meine Reifengeschichte, ne? Jetzt habe ich auch schon keine Reifen mehr. Ach du, nee. Da hinten ist noch ein T-Shirt, guck mal da. Da blitzt der, blinkt er. Er möchte gerne mitkommen. Zack, zwei Pfähle. Hüpf. So. Ja, den Raptor müssen wir jetzt nicht unbedingt, den brauchen wir nicht. Wenn ich ja jetzt schon mal Dings hätte, aber habe ich ja noch nicht. Ist ja blöd. Vielleicht kommen zwei. Ich sehe schon kommen. Zwei Gegner. Ja, komm mal näher. Mein Kleiner. Ich sehe schon kommen, du. Da kommt der zweite Gegner gleich. Und dann habe ich die Arschkarte gezogen hier. Läuft. Würde ich sagen, läuft. Wieso habe ich denn diese Dings-Quest noch nicht? Da müssen wir einen Voodoo-Troll töten. Das ist eine harte Sache, da um die meinte ich. Aber hier ist noch keine Eier-Quest. Das ist ja komisch. Wo kam die denn her? Wo hat man die denn gekriegt? Ich weiß es nicht mehr. Ein Schild wäre ja auch nicht schlecht, ne? Sollten wir uns eins kaufen? Ne, ich weiß nicht. Kaufen tue ich mir keins, glaube ich. Ich glaube, ich kaufe für mir kein Fell. Kein Schild. Ich glaube, ich kaufe mir kein Schild. Ich werde mir eins sammeln irgendwo. Irgendwo gibt es sie ja. Und da kann man ruhig. Ich habe ein T-Shirt gefunden. Jawohl. Vielleicht kriegen wir die Quest noch fertig. Das wäre ja cool. Ich glaube, wenn wir dann wieder zurückgehen und dann. Könnte es sein, dass wir die andere Quest kriegen. Mit den Eiern. Das könnten wir ausprobieren, ne? Das werden wir machen. Oder macht ihr mal eben platt. Ich drücke mal hier zwei fleißig, damit wir auch ein bisschen was zusammenkriegen hier und schauen. Ist ja nicht so einfach hier mit unseren 18 Schaden da, ne? Das ist ja echt ein Witz, ne? Das ist ja echt ein Witz, ne? Zack, 18, 19. Oh, ich werde bekloppt. So, ey! Der hat kein Fell gegeben, der Drecksack. Oder wie, oder was? Der muss mir doch ein Fell gegeben haben, hat er nicht? Scheiße. Haben wir den Salat. Dann wären wir fertig gewesen, oder? Oder habe ich mich verzählt? Habe ich mich verzählt, Dude? Was ist denn da los? Können wir da nochmal hin? Vielleicht springt da noch ein Tiger rum. Da ist ein Dings, ein Raptor. Der wird uns auch noch angreifen hier. Ja, ja, ich weiß. Watsch. Watschlaff. Was ist hier los? Pariert der hier, oder was? Was ist das denn? So, hau drauf, Junge. Ein Makro... Makrora-Klacker. Aha. Interessant. Oh, bleibst du mal hier? Hau drauf, Junge. So. Was sagt der? Ach, Kupfer. Mhm. Batterien aufgesammelt. Hallo, ich suche nur Tiger, Tiger. Ich suche kleine Katze, da ist Katze, Katze, Katze. Komm mal ran hier. Muku, Muku. Wusch. Ja, kann auch raussuchen, ne? Ist ja ein Ding. Sieht ja hübsch aus, der Tiger, ne? Ich mag ja Tigers. Ich mag Tiger gerne. Ja. So, so. So. Ich finde das auch so gelungen eigentlich. Oh, was ist da los? Kriegen aufs Maul hier. Zack. So, hier. Quest complete. Ja, ab nach Hause. So. Läuft. Ja, dann schwimmen wir mal eben darüber noch und dann haben wir auch schon die Folge Ende hier erreicht, nicht? Ich wollte halt mal wieder eine WoW-Folge machen. Mir kam ich halt gerade nicht dazu die letzten Zeit, ne? Ist ein bisschen blöd. Also ich will das jetzt nicht irgendwie aufhören oder so, aber ich... im Moment ist echt schwierig. Ich bin froh, dass ich so ein paar Sachen hatte, wo ich noch ein paar Folgen von übrig habe.
dass ich die wenigstens irgendwie noch loswerden konnte in der Zeit. Und das war schon ein Glück. Nur so langsam müsste ich dann mal wieder was tun, ne? Ja, so ist das nämlich. Diese Richtung bitte. Da ist der Fragezeichen, da sogar zwei. Ja, die Quest geben wir nur ab, ne? Ist ja klar. Das machen wir nur eben. Und dann, ach du Kacke-Arsch. Ne, da muss ich ja heute noch was machen. Ne, da muss ich ja heute noch mehr machen. Ich habe gleich noch ein Date. Verdammt, ich muss vielleicht noch mit jemandem was aufnehmen. Und wir haben gerade mal, wir haben es jetzt 9.36 Uhr morgens, versteht sich. Und ja, da habe ich dann, glaube ich, um 11 Uhr noch einen Termin. Da wollen wir was aufnehmen, was Neues, was Neues. Oh, ich habe aber eigentlich gar nicht so viel Zeit. Weil, wie gesagt, ich warte auf einen Anruf, dass ich da meine Reifen, meine Felgen abholen kann. Scheißen, du. Na, ja, wir geben die Quest hier nur ab. So, inaktives Auge und so weiter und so fort. Zack. Ich habe ein... Was? Ich kriege einen Leim? Was soll ich denn damit? Haltet euch vom... Ja, ich halte mich. Und wie ich mich halte, du. Ich halte an mich, weil ich sonst dich... Wie geht's erwürge. Denn so, Mann? So, die geben wir auch noch ab. Kriegen wir 700 Erfahrung. Auch schön, ne? Bams, da haben wir ein Level up. Ich dachte eigentlich, wir kriegen jetzt diese Quest. Aber irgendwie... haben wir sie nicht bekommen, Gelle. Ob du es bist, der sie demnächst was bekommt? Wolle. Nein. Ja, dann würde ich sagen, sind wir in der nächsten Folge weiter auf dem Weg da hinten rüber. Und dann werden wir uns da die anderen Quests da zur Brust nehmen, den Angriffsplan und so. Den Angriffsplan gibt es hier vorne. Vielleicht machen wir den auch zuerst. Mal sehen. Wir haben ja Zeit, nicht? Dann würde ich sagen, mit diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und so, ne? Und ja. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Macht es gut. Ciao, ciao.